ganz herzlich willkommen. Ich wechsle jetzt aufgrund unseres Gastes auf Hochdeutsch zu der monatlichen Coffee Hour. Ihr kennt das alle bestimmt. Heute sind wir sehr viele, was sehr schön ist. Bestimmt unserem Gast zu verdanken auch. Ich möchte in diesem Zusammenhang Hans-Jörg von Genningen ganz herzlich willkommen heißen. Danke, dass du die Zeit hier genommen hast. Hans-Jörg hat es sich auch zur Aufgabe gestellt, zu prüfen, wie weit diese Teslas auch funktionieren. Sehr erfolgreich. Bei, wo bist du genau jetzt? 1,686.000 Kilometer. Das bedeutet Weltrekord. Es gibt keinen Tesla, der mehr Kilometer drauf hat. Warum, unter anderem, warum wir das überhaupt jetzt hier machen? Natürlich möchten wir Hans-Jörg eine Ehre erweisen für diese Leistung, die er erbracht hat. Es gibt da eine kleine unschöne Geschichte. Tesla hat das leider verpasst. Und frei nach dem Motto, wo Tesla, sage ich mal, versagt hat, springt er doch ein. Und wir möchten das entsprechend nachholen. Ich glaube, bei 1 Million, da hat sich, glaube ich, Ihnen gemeldet per Twitter, oder? Ja, nach 11 Monaten Verspätung. Dann habe ich ihn zurückgetwittert. Mittlerweile hat er 1.200.000 Kilometer. Er war einen Tag zu früh, dass er das erreicht. Aber das ist ja gut. Normalerweise hat er 2 Jahre Verspätung. Also, ich wollte gerade sagen, in Ihrem Time war er relativ zeitnah, also mit 11 Monaten Verzögerung. Wir haben jetzt auch etwas Verzögerung. Wir haben das mitbekommen, die Millionenmeile, und haben auch gedacht, ja, Tesla wird da bestimmt das Unternehmen oder vielleicht Musk oder so. Und als jetzt da wirklich nichts mehr gekommen ist, hat dann Armin die Idee gehabt, noch zu erwähnen, dass wir doch das übernehmen, wenn Tesla da das nicht machen würde. Also in diesem Sinne ganz herzlich willkommen, es freut uns sehr, dass du da bist, und ich übergebe gerne das Wort Bert, er hat ein paar Fragen. Mhm. Danke. Danke. Jetzt gibt es 2 Varianten. Entweder ich setze mich auf deinen Schoß oder du setzt dich ein bisschen rüber. Ich glaube, du setzt mich da mal rüber. Ja, hallo Hans-Jörg. Es freut mich sehr, dass du heute den Weg zu uns gefunden hast. Und tatsächlich habe ich ein paar Fragen, weil ich habe mich ja natürlich schon länger auch mit Tesla beschäftigt. Namentlich fahre ich selbst auch seit 7 Jahren jetzt schon elektrisch. Und die eine Zahl, die hast du mir schon gestohlen, das sind jetzt nahezu 1,7 Millionen Kilometer, also die du elektrisch gefahren hast. Und dazu interessieren mich auch einige technische Details. Ich weiß, dass du nicht mehr den originalen Akku jetzt im Fahrzeug hast, und ich weiß auch, dass du schon weitere Drive Units, also Motoren, Antriebseinheiten eingebaut hast. Wie hast du das erlebt? Also erstens, seit wann fährst du diesen Tesla? Das ist vielleicht die erste Frage. Diesen Tesla habe ich genau an meinem Geburtstag bekommen, 2014, 25. August, als Vorführwagen mit 30.000 Kilometern auf der Uhr. Da weiß ich nicht genau, ob er da schon die erste 200 getauscht bekommen hatte. Ich habe dann mit 75.000 Probleme gehabt. Wurde enorm laut, und dann wird das ja hinten, fängt das an zu rumoren, und dann wird es ja langsam Zeit, dass man das macht. Das war also die erste mit 75? Das war die erste, ja. Und dann mit 135.000, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Und dann war mit 500 noch was 1000 bekam ich. Die dritte dann? Vierte schon. Vierte? Ja. Und dann kam eine, die hat mal richtig lang gehalten, 778.000 Kilometer. Das ist doch eine Zahl, wenn wir das in Relation setzen, wie lange man im Schnitt, ein Mensch im Schnitt einen PKW fährt, dann denke ich, gibt hier unter uns nicht viele, die 780.000 Kilometer mit einem PKW gefahren sind. Dann ist das doch schon eine stattliche Leistung. Genau, das war eine Zahl, die hat mich auch nochmal richtig motiviert. Und dann allerdings kam der Einbruch, die nächste folgte mit 130.000, wurde schon wieder laut.
Dann ist die nächste abgesoffen, da war scheinbar Kühlflüssigkeit ins Innenleben gelaufen, dann macht das Auto keinen Mucks mehr, Ganganzeige rot. Dann kam die Isolation und jetzt die wird es auch schon wieder lauter nach 40.000 Kilometern. Und ich muss sagen, ich bin extrem schonend gefahren, oft hinter LKW her. Ich habe ja schon das Schleicher-Image angefahren. Dass jetzt immer noch blöde Kommentare kommen, naja, wenn der nach Lübeck fährt, macht er eine Weltreise. Ne? Habe ich dann mal erwidert, gut, dann ist jeder LKW-Fahrer Weltreisender. Ne? Ja, ja. Mittlerweile fahre ich ein bisschen schneller, fahre ich wieder 120, 130 und muss jetzt eben erleben, dass die 2400 umso kürzer hält, Batterie, aber steckt das gut weg. Die hat jetzt schon wieder 480.000 Kilometer absolviert. 400.000? Also bei der, ich möchte noch bei den 3-Units bleiben. Bei welcher sind wir? Nummer 6 sind wir jetzt? Ich weiß im Kopf nur, dass es die 13. jetzt ist. Die 13. Okay. Das würde dann sonst ganz... Sonst müsste ich zu Tesla gehen und die ganzen ersten Daten wirklich da... Also das würde dann gut kopfgerechnet etwa sein. 174 Kilometer. Genau. Okay. Die Ausreißer 2-Unit ist auch eine Spezialanfertigung. Es gibt 2-Units, die länger halten. Weiß ich aus sicherer Quelle. Dass mir da mal die eine eingebaut wurde und die hätte auch noch länger gehalten, wenn Service gemacht worden wäre. Sprich, wenn Differentialöl gewechselt worden wäre. Ist das denn ein Versäumnis von Tesla? Oder? Ich sehe das als Versäumnis von Tesla, ja. Okay. Ich meine, es gibt es doch nicht, dass man mir auch keine andere 2-Unit einbaut, die länger hält. Sie weigern sich, eine Non-Performance 2-Unit einzubauen. Weil es ist mittlerweile bekannt, dass die Performance 2-Units schlecht halten. Was heißt das denn? Tesla weiß das sowieso. Ich meine, da braucht man sich nichts vormachen. Wenn du jetzt 13 3-Units benötigt hast, um das mal so zu sagen, wie sieht es denn im finanziellen Bereich aus? Ist das jeweils noch in irgendeiner Art und Weise in Garantie oder auf Kulanz ersetzt worden oder musstest du auch dein Portemonnaie zücken? Bisher war alles Garantie, das ist das Gute an der Sache. Nur es bereitet mir Schmerzen, dass ich nicht sagen kann, das hält super lange, weil dem eben nicht so ist. Ja, was man vielleicht nicht vergleichen darf, ist eine Drive-Unit, das ist ein Asynchronmotor aus der ersten Generation, beispielsweise mit einem Model 3-Unit heute. Oder die jetzt mit dem Blatt kommen, mit der Carbon-Verschalung auf dem Rotor, ich glaube, das sind wieder Welten. Wäre spannend, welche Werte ein Model 3 erreicht. Mhm. Das ist technisch gesehen, das sind 27 Schritte nach vorne. Mhm. Dann möchte ich noch kurz auf den Akku zu sprechen kommen. Ich habe irgendwie im Kopf, dass du gesagt hast oder geschrieben hast, du kriegst allenfalls noch einen 100er Akku. Wie ist da die aktuelle Situation bezüglich Akkus in der Historie und in der nahen Zukunft? Ja gut, Kanada gibt es schon jemanden, der hat mal einen 200 kW Akku und ein Model S schon eingebaut. Das wäre natürlich ein Traum, sowas mal zu erwerben. Vielleicht klappt das in 2 Jahren, wenn ich mal rübergehe. Mit dem Auto dort fahren, dann dort vorbeifahren. Ist ja natürlich gewichtsmäßig ein Problem, ob das dann so zulässig ist. Gut, da muss man nicht drüber reden, außer hier. Im 100 kW Akku, der ist ja auch schon ein bisschen schwerer. Tesla weigert sich, mir einen solchen einzubauen. Machen sie grundsätzlich nicht. Sie sagen, es ginge nicht. Aber es gibt andere Unternehmer, die sagen, das geht sehr wohl. Haben das auch schon erfolgreich gemacht. Ich werde mir wahrscheinlich aber von Tesla nochmal 90er einbauen lassen. Ich bin das geht dann? Bis 90 ist das höchste der Gefühle? Bis 90 das geht und die sagen, da wird auf 85 kW reduziert. Okay. Dann wird das sogar etwas länger halten. Es gibt keine 85er mehr. Alle mit 85 bekommen 90er. Aber quasi kastriert softwaremäßig auf 85 dann. Was mich jetzt auch verwundert, einige haben schon nagelneue Akkus reinbekommen. Einige bekannte Größen, außer mir. Entweder bin ich zu gutmütig, weil ich immer wenig sage, oder muss man vielleicht mal ordentlich Rabatz machen, vielleicht kriege ich dann auch nochmal einen neuen eingebaut. Gut, bisher habe ich eben alles auf Garantie bekommen. Wie es jetzt weitergeht, muss man sehen. Man alle 40.000, 50.000 an der Motor wieder einbauen zu lassen, ist ein bisschen heftig.
Also deine Absicht oder dein Ziel ist es jetzt, deinen jetzigen Tesla so lange zu fahren, bis irgendwas nicht mehr ersetzbar ist oder einfach nicht defekt wird und nicht mehr repariert werden kann. Bisher sehe ich da relativ wenig Probleme. Karosserie kann man nicht immer an Rost feststellen, was teilweise bei dem Model 3 schon etwas anders ist. Die Regel sogar mehr Anhängerkupplung anbauen zu lassen. Da gibt es ja den Mr.com. Zum Beispiel, ja. Und genau. Auch der Konrad Melsungen macht, das hat er mir verlauten lassen. Das ist übrigens der Herr Pappenburg, sei schon gegrüßt, weil ich habe ihn kennengelernt, als er in der Schweiz die Typenzulassung gemacht hat für eben diese Anhängerkupplung. Also alle, die ein Modell S fahren, dort gibt es ja ab Werk keine Anhängerkupplung zu kaufen. Da gibt es eine Möglichkeit, der Jan, der kann da aus dem Nähkästchen plaudern, weil er hat sich so ein Ding gekauft und anbringen lassen. Also das funktioniert, wenn jemand Interesse hat. Aber jetzt andere Frage. Du hast so viele Kilometer gemacht und wie macht man denn diese 1,7 Millionen Kilometer? Sitzt man da jeden Tag im Auto und fährt 500 Kilometer? Oder wie setzt sich diese Zahl zusammen? Ja, vorher bin ich viel durch Europa gefahren. Durch Corona gab es natürlich einen ordentlichen Einbruch. Und dann habe ich mir zur Aufgabe gemacht, die in Deutschland abzufahren. Das heißt, hast du dann ein Ziel oder setzt du dich einfach am Morgen ins Fahrzeug und sagst, ich mache einen Roadtrip? Ich habe die gemacht. Aber mit einem konkreten Ziel, oder hast du gesagt, ich fahre einfach mal eine Fahrt ins Blaue? Ins Grüne. Ins Grüne, natürlich mit einer Lademöglichkeit im Hintergrund. Das war oberste Priorität. Früher gab es auch viele kostenfreie Lademöglichkeiten. Die Supercharge habe ich ein bisschen gemieden, weil das natürlich für den Akku nicht so gut ist. Und habe auch immer optimiert, gut runtergefahren, dann langsam wieder aufgeladen, inzwischen bin ich irgendwie beschäftigt, im Grünen oder sonst wo. Also ich habe jetzt mir die Mühe nicht gemacht, aber wenn ich die 1,7 Millionen Kilometer geteilt durch Anzahl Tage, die du das Fahrzeug jetzt besitzt, rechne, dann würde man doch auf eine ordentliche Zahl, oder nicht würde, man kommt auf eine ordentliche Zahl pro Tag. Ja, ich bin zum Schluss über 800 Kilometer täglich gefahren. Also 800 Kilometer. Ich weiß nicht, gibt es hier jemanden, der auch 800 Kilometer pro Tag fährt? Zweimal im Jahr. Wenn man nach Hafenburg geht fürs Wochenende wieder runterkommt, hat man 2500 Kilometer. Ja, genau. Da das mit der Million Kilometer doch um die Welt ging, ich gedacht habe, so viel positive Resonanz und so viel auch negative Kommentare, das sei doch nicht möglich, der hat doch da irgendwas manipuliert, das gibt's doch gar nicht. Deswegen habe ich in Stuttgart ja Uwe Kröger dazugenommen, dass der vor Ort die Batterie ausliest, dass wirklich alles original und richtig ist. Dann konnte praktisch keiner mehr gegen mich rumstänkern. Da habe ich gedacht, okay, mit dem Motor, das klappt ja super, über 700.000 Kilometer, habe ich meine Fahrleistung nochmal hochgeschraubt auf rund 800 Kilometer täglich. Ja, dann kam bald der nächste Motor schon, gut, kann ein Standsetzungsfehler sein, naja, dann kam ein Motor sogar nach 30.000 schon hinüber wieder. Okay, nochmal ein Standsetzungsfehler, ja gut, der nächste 80.000 Kilometer in etwa. Ja, das ist aber nicht mehr Instandsetzungsfehler, da ist was faul bei dem Unternehmen. Da ist ein massiver Fehler im System, aber an obere kommt man nicht ran. Ich kenne einen Schweizer Semi, der ist ja in der Kommunikation tätig, der hat mittlerweile antwortet da nicht mehr, wer immerhin auch kennt. Ja, das ist ein bekanntes Problem, dass die Kommunikation mit Tesla, die ist tatsächlich... Okay, ist ja Garantie. Wird halt kostenfrei wieder ersetzt, was soll's. Batterie hält, das ist ja schon mal das Wichtigste. Das habe ich auch außerordentlich bewiesen, dass auch instand gesetzte Akkus gut halten. Deswegen habe ich mich auch nicht dagegen gewehrt, dass ich nur gebrauchte Akkus reinbekomme. Wie viel lädst du denn jetzt mit an Schnellladen und wie viel mit Wechselstrom? Ich habe vorhin gehört, du hast mindestens früher darauf geschaut, dass du den Akku nicht allzu sehr strapazierst. Genau, bis Juni habe ich da strengstens drauf geachtet und da hat der ADAC München mir rausgelesen, 95% AC-Ladung. Oh, ja, das ist... Und eben auch Corona-bedingt wirklich 85-80% zu Hause geladen.
Und diese Auslesung basiert er auf dem gesamten Lifecycle oder nur auf dem jeweils aktuellen Akku? Auf diesem aktuellen Akku. Auf diesem Akku. Aber das würdest sagen, das zieht sich auf alle in etwa durch. Total, das ganze Autoleben, 85% AC, das ist ja bei Fernstrecken nicht möglich. Ja, sonst... Wenn ich kreuz und quer durch Europa gefahren bin mit dem Lohner-Akku, war ich mal auch bei 80% Supercharger zwischendurch. Gut, 150.000 ist ja für den Akku gar kein Problem, hat er auch gut weggesteckt. Wie es danach aussieht, weiß man ja nicht. Ich habe jetzt auf 54% Supercharger hochgeschraubt die letzten 2 Monate und habe festgestellt, auch durch die Drosselung, dass dem Akku das sehr wenig ausmacht. Er wird halt immer ein bisschen langsamer, verliert 2-3 Kilometer wieder Reichweite, das war es dann auch. Was heißt das, was ist das höchste der Gefühle betreffend Ladeleistung? Er macht es bei 100%, lädt er maximal 97% auf 305 Kilometer. Und mit die Leistung ist dann wie viel Kilowatt in etwa, weißt du das? Die ist jetzt sogar rund 53 kW. Okay, also der Peak ist 53. Ja, im Sommer hatte man immer bescheinigt 60, aber man kann das nicht so runterfahren, dass das vorher abschaltet. Gerade wenn es nicht ganz temperaturoptimiert ist, die Elternakku schaltet er vorzeitig ab. Das haben wir jüngstens im Silvester mal ausprobiert. Da war ich mit meiner Frau Richtung Lörrach unterwegs, auch ein bisschen im Grünen, aber ohne Lademöglichkeit. Wir sind auch komplett wieder zurückgefahren. Sie hat gesagt, fahr raus und lad, das reicht nicht. Wäre Aachen ja kein Thema gewesen. Ich habe mich geweigert. Das schaffen wir nach Hause. Und? Ja, 7 Kilometer vor Ettlingen dann hat das Auto abgeschaltet. Nein, 7 Meter vor der Ladestelle. Ja, gut, das war der Rest ging dann mit Stoßen. Nein, es ging nicht, weil es ums Ich darf den Erbprinzen erwähnen, das ist ein Destination Hotel in Ettlingen und da geht es um ein paar Ecken. Das war wirklich 50 oder 40 Meter davor. Und noch eine kleine Steigung, da war also nichts zu machen, dass man das Auto da hinkriegt mit diesen Wallboxen. Und wer hat dann geholfen? Der ADAC? ADAC. 50 Meter hochgefahren. Batterieproblem. Er hat ja noch 7 Restweite angezeigt, also muss er ein technisches Problem gehabt haben. Also jedenfalls wollte die Polizei wissen, ob wir keinen Sprit haben. Da heißt er, nein, Sprit ist genügend da, nur die Batterie ist leer. Ich war ehrlich. Die haben das nicht gekannt oder erkannt. Konnte nicht lesen. Nee, irgendwie waren sie da nicht so ganz bewandert. Aber gut so, haben sie uns in Ruhe gelassen. Das interessiert mich jetzt, wenn der ADAC kommt, dann in der Schweiz gibt es ja eine ähnliche Organisation, die heißt hier TCS, der Touring Club der Schweiz. Und der TCS verfügt für solche Fälle, wenn die Patrouille ausrücken muss, dann verfügen die über kleine Anhänger, das ist ein Bekannter von mir, der hat die im Auftrag entwickelt, die haben eine bordeigene Batterie, also einen Akku verbaut mit, ich weiß nicht, 10 Kilowattstunden, 15 Kilowattstunden. Und wenn sie dann wissen, ah, es ist ein Elektroauto, das liegen geblieben ist, weil kein Strom, dann packt der Fahrer den Anhänger mit an und kommt damit vor Ort. Und dann kannst du mit Typ 2 ab diesem Anhänger so lange laden, bis du, also vielleicht die 20 Kilometer, die du benötigst, um an die nächste Ladestation zu kommen. Gibt es das beim ADAC auch? Noch nicht so richtig. Aber die kennen ja mittlerweile auch... Gibt da irgendwas, aber ich wurde bisher immer aufgeladen. Aus die Elektroreichweite doch sehr erweitert. Gibt es ja diese dummen Witze immer wieder. Ja, vielleicht die nächste Frage müsste ich vielleicht eher deiner Frau stellen. Gibt es sonst in deinem Leben noch etwas, das du magst, neben dem Elektroauto fahren? Oder, oder was, nein, konkret, was machst du was machst du nebst dem Autofahren noch? Was mache ich eigentlich? Dir ab und zu ein bisschen helfen. Ja, in der Hagebutte sammeln. Mhm. Die möglichst nah beim Supercharger wachsen. Mittlerweile. Na gut, die Batterie ist jetzt so langsam geworden, man muss die Zeit schon nutzen.
Bevor ich dann noch das Publikum gerne zu Wort kommen lasse, möchte ich dir noch unser Magazin schmackhaft machen. Ich weiß nicht, kennst du das schon? Kenn ich gut, ja. Ich habe auch schon ab und zu ein Exemplar gelesen. Sehr gut, das freue ich mich zu hören. Dann, wenn du es noch nicht hast, dann übergebe ich dir gerne, das ist die top aktuellste Version. Das habe ich jetzt nicht. Dann sei das hier gerne übergeben. Habe ich über Timo Schad kennengelernt. Genau, genau. Wir haben ihn ja im wann war das? Im August oder im Juli? Juli. Wir waren in Hannover am weltgrößten Elektromobilitätstreffen, das er veranstaltet hat. Und das war ein tolle Veranstaltung dort. Solche Treffen meide ich, weil die doch auch etwas aufs Material gehen. Ja, und ich auch nicht so der Gesellschaftsmensch bin. Ich war meiner Spur, meiner Reichweite. Dann ist ja gut, dann herzlichen Dank schon mal für die erste Runde. Jetzt gibt es Fragen hier aus unserem Publikum. Wer hat noch eine Frage oder eine Anmerkung? Ja, also wir haben gelernt, Drive Unit ist nicht so toll, Akku ist eigentlich ganz ordentlich. Was geht sonst noch so kaputt? Ja gut, wer ruppig anfährt, hat viel Achsprobleme, weil das Drehmoment eben von unten raus so enorm ist, wie wenn man beim Verbrenner bei 4.000-5.000 Umdrehungen die Kupplung springen lässt, wer das noch kennt. Das wird oft vergessen. Und das ist eben beim Elektroauto, gerade bei Tesla, auch dieses enorme Drehmoment sofort von unten raus. Und wenn man das aber beachtet, dass man das nicht macht, kann so eine Achse auch 300.000 Kilometer halten, wie bei mir. Querlenker? Gut, die kommen so nach 150.000. Aber der Rest eben doch schon etwas. Jetzt fährst du ganz anders nach Hause, nicht? Ja, ich fahre immer im sanften Modus. Mir ist das zu schnell sonst. Lässig. Lässig-Modus gibt es ja bei dem alten 85er noch nicht. Muss man schon sehr behutsam das Pedal nur streicheln. Weitere Fragen bitte? Vielleicht eine Anschlussfrage. Die Stoßdämpfer. Habe ich noch vorne original und hinten wurden einmal getauscht. Wow. Original? Ja. Und Bremsen? Bremsen das dritte Mal. Also komplett Scheibe und die Bremsbeläge packen? Nö, Scheibe ist nicht dreimal, also nur Bremsbeläge. Scheibe einmal. Man beachte, man beachte. Ohne Akku dreimal. Und immer auf Garantie oder? Immer Garantie, da ist Tesla vorbildlich. Also wir sprechen von der Hochvolt-Batterie, damit Hochvolt, wir uns recht verstehen. Ja, okay. Aber dann müsste man ja gleich noch fragen, wie sieht es denn mit der 12-Volt-Batterie aus? Die wird schon fünfmal getauscht. Das fünfte Mal jetzt, aber auch auf Kulanz durch die Drive Unit. Hat es durch die Isolation Probleme gegeben, hat es die entleert, da war sie wohl hinüber. Okay. Alles akzeptable Werte. Um nicht zu sagen, gute Werte. Ja. Wann ist denn bei dir die Garantie abgelaufen? 25. August. Dieses Jahr. Am 23. August wurde die Drive Unit das letzte Mal getauscht. Habe ich sogar darauf hingearbeitet, war zwei Nächte vorher noch nach Dänemark hochgefahren. Eigentlich habe ich gedacht, ein anderes Problem kommt zum Vorschein. Sie wurde immer lauter und dann hat aber die Isolation vor meiner Garage sogar noch einen Geist aufgegeben. So, dass ich da, ich habe keine Unannehmlichkeiten dadurch hatte. So, ja bitte. Er will ja noch weit fahren, das sind wir alle überzeugt. Mhm. Aber hast du schon Vorstellungen, was möglicherweise dein nächstes Auto sein könnte? Ich hatte schon einen Flirt mit Lucid gehabt, weil ich mich darüber Tesla ziemlich geärgert habe. Da mussten wir feststellen, meiner Frau tut das Auto überhaupt nicht gut, die wird krank davon, von dem Neuwagengeruch. Ist auch der Grund, warum das Model S nicht ganz neu war. Und dann hätte ich auch wieder von vorne anfangen müssen. Und auch das vielgefahrene Model S hergeben wollte ich auch nicht. Und dann umweltmäßig drei Autos sich hinzustellen, macht auch keinen Sinn. Also lassen wir das mit dem Lucid, fahren wir ein altes Model S weiter. Mit allen Konsequenzen.
Konsequenzen deshalb. Auch der vielen Fans wegen, darf ich vielleicht auch nochmal betonen. Es waren einige doch ziemlich enttäuscht. Das kann ich mir vorstellen. Dass ich dann fremd gehen will. Gut, danke für die Fragen. Eine hätte ich noch kurz. Hast du jeweils mal die Berechnung angestellt, was die Kosten jetzt pro Kilometer waren? Deine Gesamtkosten pro Kilometer? Ich habe das pro Kilometer noch nie so genau ausgerechnet. Ich hatte mal einen Vorgänger Mercedes mit 600.000 Kilometern. Ja. Und der hat in dieser Zeit mehr Kosten verursacht, wie das Model S bis zur jetzigen Kilometerleistung. Ah, okay. Gut, garantiert natürlich geholfen dazu. Ja, für den Motor habe ich einmal eine Rechnung bekommen mit 4.800 Euro. Und dann gleich zurückgeschrieben, hallo, Garantie, das kann nicht so ganz richtig sein. Und dann war das auch erledigt. Nur dann hatte ich mal eine Rechnung, was das Teil dann kostet. Das ist einfach mal spannend, dass man in den TCOs, also totalen Kosten, sieht, was hat mich jetzt der Kilometer gekostet. Mit den Garantieleistungen behaupte ich, dass du irgendwo bei den Kosten eines Velos oder eines Fahrrads sein willst, vermuten. Ja, durch das Free Supercharging wirst du gerne sensationell günstig. Das kann man sogar die App jetzt wunderbar sehen. Ich habe bis in einem Monat über 2.000 Euro eingespart, weil Strom erstens günstiger ist und natürlich auch das Free Supercharging. Das können bitte alle mitnehmen, die immer mit den Kosten kommen. Das ist für die kostenbewussten Leute doch ein wichtiger Faktor, denke ich. Und insgesamt sehr viel weniger Serviceprobleme. Keine Zündkerzen, keine Einspritzpumpengedöns, keine Ölwechsel, keine schmutzigen, die ich oft selber gemacht habe früher. Deswegen selber gemacht, weil die Motoren Kaltöl gewechselt gemacht wurde, was alles eine Katastrophe ist. Auch Service der Automobilhersteller ist halt grottenschlecht. Deswegen kann man sich nicht nur über Tesla beschweren. Das ist ein Grund, warum ich so weg bin, auch so Tesla. Fliegen, fahren. Ich hätte auch noch eine Frage. Ja, Armin. Wenn ich mich nicht irre, gibt es ein deutsches Sprichwort, das heißt, hinter jedem erfolgreichen Mann liegt eine erschöpfte Frau. So ähnlich. Nein, meine nächste Frage geht eigentlich an dich. Mich nehme es wunder, von diesen über 1,6 Millionen Kilometern, wie viele Kilometer hast du ihn dabei begleitet? Weißt du das? Ein knappes Zehntel. Knappes Zehntel, wo sie dich begleitet haben. Ja, das letzte Nordkap-Reise war sie dabei. Sehr schön, sehr schön. Gut. Ja, ich denke, wir kommen jetzt, was das Gespräch angeht, langsam zum Schluss. Und ich glaube, ich spreche im Sinne von allen, dass das ja auch Sinn und Zweck, dass wir dich heute hierher eingeladen haben, um dir auch ein bisschen Danke zu sagen für dein Engagement, weil ich denke, du hast für viele Leute, hast du den Weg geebnet für die Elektromobilität, du hast ihnen gezeigt, was möglich ist, dass es möglich ist, nahezu alles zu machen, was mit einem klassischen Verbrenner auch möglich ist. Ich habe kein Auto vermittelt über das System. Zwei hätten werden können, ein Nachbar hat schnell sein Model S bestellt, während ich in China war, über einen anderen Nachbarn. Und dann ein Freund von Hamburg hat sein Auto bestellt, der hat das aber erst nachdem er es bestellt hat eingegeben, das über mich läuft, hat also auch nicht funktioniert. Also habe ich 0,0 Autos offiziell vermittelt. Nur wer mich auf der Autobahn immer sieht, wird so manche sich überlegen, ja hallo, auch bei uns in der Straße ist die Tesla-Dichte etwas höher geworden, ringsherum, weil man mich da immer wieder durchfahren sieht. Offiziell habe ich keinen einzigen vermittelt. Da kann ich gerne meinen Lieblingsspruch noch positionieren, steter Tropfen höhlt die Birne. Ganz genau. Und in diesem Sinne jetzt möchte ich noch Armin und das Wort übergeben, weil wir möchten dir noch eine kleine Anerkennung mitgeben für dein Engagement und ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Armin, ja, bitte. Schön. Bloß alleine mit einem Interview wäre zu wenig Ehre getan. Wir haben uns etwas einfallen lassen, lieber Hans-Jörg, und wir möchten dir so eine Art Pokal überreichen.
Und zwar sind es für jede gefahrene 100.000 Kilometer eine 1865er Originalbatterie aus einem Tesla bestellt. Nö, Scheibe ist nicht dreimal, nur Bremsbeleg. Scheibe einmal. Treten sein soll eben für jede 100.000 gefahrene Kilometer, sind 16 Stück. Im Namen vom ganzen Kochvorstand Kompliment und Gratulation zu dieser außerordentlichen und einmaligen Leistung. Ja, super, vielen Dank.